Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Battlegrounds mit Moonboon und Fuchs. Hallo Fuchs. Hallo Moonboon. Ich habe gedacht, ich nehme den Fuchs mal mit heute, dass er nicht so alleine rumgammelt. Sehr nett von dir. Und auch hier die Warnung, ich bin noch krank, ich habe Bronchitis, ich werde die ganze Zeit husten und gegebenenfalls vielleicht auch mal ein bisschen rotzen. Also, nur schon mal sorry, es tut mir leid, aber besser als kein Battleground, oder? Richtig. Richtig, yay! Und wir haben Ruf zu den Waffen-Zwillingsgipfeln und ich mag Zwilling eigentlich sehr. Aber? Nix. Okay. Deshalb habe ich gedacht, wir machen es einfach. Ich freue mich. Fliege vor, hole die Flagge und gebe sie dann dem FC. Das hat bestimmt ein Mönch geschrieben. Der Schurke. Sissel. Sissel Maschissel. Aber wer ist der FC? Ist unser Sissel Maschissel der FC? Was ist denn ein SC? Ein FC. Was ist das? Der Flag Carrier, der Flaggenträger. Oh Gott. Oh ja. Ich habe jetzt eher Flag Capture spekuliert. Nein. Wer aber auch. Es geht in die richtige Richtung, Fuchs. Ganz gut. Fliege vor, hol die Flagge und gib sie dann dem FC. Das haben wir sie mir einem zu wenig? Ja, in der Tat. Ah, die Horde aber auch. Komisches BG. Ich hab mal geschrieben, wer der FC ist. K.A. Sehr gut organisiertes BG. Kann nur ein Win werden. Nein! Doch. Nein! Ich bin schwäg. Ah, dann kann ich nicht schnetzeln. Ach Fuchs, du bist doch ein Hiebe. Oh ja, oh ja. Oh, ich bin ja gar kein Hexenmeister. Ich wollte auch schon meinen Gleiter verwenden. Ich hole mir mal den Damage-Buff hier, damit ich gleich ordentlich zergen kann. Deswegen machst du immer so viel Damage. Kann ich den auch nehmen? Habe ich den jetzt auch? Oh, da ist ein Healer. Der wird geowned. Ich werde, glaube ich, hier gerade geowned. Ey, warum kann ich tot? 5 Hordies crashen. Verteidig dich, Fuchs. Du weißt, wie es geht? Nee. Oh, ich bin entwaffnet. Das waren so viele. Kick. Ja, die wirbeln mich ja auch gut durch die Gegend. Aber wir sind ein Arena-Team, Fuchs. Wir werden es schaffen. Oh. Da wäre ich jetzt ganz vorsichtig mit dieser Aussage. Oh Gott, ich sterbe. Aber es ist so knapp. Ich hatte ihn fast. Ich komme zu dir. Fast ist ja Healer down. Ich komme zu dir. Und wer hat die Flagge? Sissel Schissel? Ja, perfekt. Genau wie ich es mir gedacht habe. Sissel Schissel is the man. Okay, Fuchs. Fokus auf den feindlichen Flaggenträger. Und wenn er einen Heal dabei hat, auf den. Ich weiß nicht mehr, wo er ist, der feindliche Flaggenträger. Der reflektiert er. Wo ist er denn? Da läuft er. Oh, der kriegt gut aufs Maul. Aber nicht gut genug. Oh, also doch. Das mit der Zeitverschiebung funktioniert in keinster Weise. Bist du süß? Das geht einfach nicht. Hä, hey, wo ist er denn jetzt hin? Ach so, weil ich mich vielleicht das öfter mal zu weit entferne davon. Ja, er ist der Flaggenträger. Entschuldigung. Wo bist du jetzt eigentlich gerade? Ich töte den Flaggenträger hinter dem Turm da in der Horde-Base. Ach, du bist so weit aber oben. Er lebt! Ja, aber die zirken uns hier im Pudo. Er ist zu immer, obwohl er keinen Heal hat. Und dann wird er gerettet. Und ich bin im Froschkreis eingefroren. Und ich bin in Schlauch versetzt. Like a noob. Da war gerade wieder ein bisserl. Was war? Ein bisserl. Ein netter Raum ein bisserl. Ja. Netter Raum ein bisserl. Ein bisserl. Ich komme zu dir.
Ja. Falls ich dich finde. Vorne in der Horde Base. Ah ja. Okay. Gib dich mal zu erkennen. Wir sind drin. Bitte zu. Wir gehen gerade rein. Was ist jetzt das? Jetzt wird er hinten von dem Mönch geschnappt. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Da bist du hier. Und da kommt noch ein Krieger dazu. Und ich bin im Schlauch versetzt. Nein. Und noch ein Jäger. Und noch ein Hexi. Ja, gibt's denn das? Das ist ein Fick, da verpiss ich. Tot. Warum gehen die immer alle auf mich? Weil du Stoffi bist. Die denken, oh, da kann bestimmt nichts. Das sieht auch so aus. Ach, der hat wieder den Priest hier dabei. Leute, ich habe noch nicht gesehen, dass die Horde da so ein Windrad hat. Das schaut echt cool aus. Fuchs! Scheiß auf das Windrad! Komm hier rein und hilf töten! Ich bin tot. Ich lebe im Durchschnitt 30 Sekunden. Komm schon, port mich noch hoch. Ich habe da Karma-Berührung an hier, unserem Mönchfreund. Er ist oben! Alle laufen unten! Oh, aber okay. Ich bin gerade auf der Brücke. Jetzt könnten wir ihn haben. Hier ist es. You shall not pass. Du-dum. You shall not pass. Du-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ja! Wo ist die Flagge? Yeah, Bro! Ding, 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 ding! 1-0. It's coming home. It's coming. Football's coming home. Oh, ich werd geschnetzelt. Ich auch. Boah, da sind so ein Mage, der wohl nicht wieder aushält. Ich bin im Block. Sehr gut. Und alle um mich schwirren rum. Mein Zuhause, mein Block. Vom 1. bis zum 17. Stock. 60 Stockwerke. Oh yeah. Bist du auch tot? Noch nicht. Das gibt's doch nicht. Mit meinem letzten Leben klammer ich mich hier an diesen... Ach, fuck. Aber ich habe einen Todesstoß und bin schon viermal gestorben. Oh, oh, die haben unsere Flagge. Attention, Bro. Tot? Tot? Attention, Bro. Ich auch. Ich schau dem Windrad zu. Nein, schau schon mal, wo der Flaggenträger ist, dass du gleich hinreiten kannst und ihn fisten kannst. Ich sehe keinen. Wenn du ihn nur schieben musst, irgendwas, halt ihn auf. Ich sehe doch keinen auf der Map. Nein, ich sehe auch keinen auf der Map. Warum ist die Map so buggy? Da muss Skelett Pony ran. Hey, wie schnell bist du da unterwegs? Vielleicht sollte man einfach wieder zu zweit rumlaufen. Meine Stimme ist tief, mein Penis ist lang. Lol. Lol, da unten läuft er. Der Hexi. Monsterus. Den haben wir am Sack. Oh, ich glaube, der DC ist bei ihm. Das ist nicht gut. Ich nehme mal den Heal mit. Ich bin fast hinter dir. Und gehe mitten rein. Ey, der hat alles bei sich. Das ist die komplette Horde hier. Das stimmt, ja. Inklusive Garrosch. Oh, fucking hell, wie soll man denn das schaffen? Ich bin betäubt und ich bin down. Vergiss es, Muni. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Da müssen wir wohl anders spielen. Wir müssen wir wohl unseren Flaggenträger defen. Wo bist du jetzt gerade? Wieder da oben, wo du gerade warst? Ja. Und ich laufe jetzt zu unserem Flaggenträger, damit der nicht geowned wird. Aber das sieht schlecht aus. Schirsel, Schirsel. Du warst vorher mein Held. Bitte enttäusch mich jetzt nicht. Ich sehe dich. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich kann nicht stehen bleiben. Ich muss den Schirsel, Schirsel retten. Es geht nur um Spaß. Nein, und es geht um die Flagge. Die Flagge ist Leben, Fuchs. Meinst du? Ja, wir müssen die Flagge um jeden Preis verteidigen. Oh Gott, er läuft aber halt auch zwischen allen Mordis rum. Wo ist der Schüssel? Da vorne auf der Brücke. Oh, und da hat er fallen lassen. Wie aber, hat sie? Oh, aber irgendjemand hat den feinsten Flaggenträger auch. Nice. Good job. Wer immer ist auch wahr, ich hab's nicht mitgekriegt. Alter, geh ich hart down. Die sind gut als Klumpen unterwegs, die Hordis. Das stimmt, ja. Also da muss man echt aufpassen.
Zapatista. Sieht aus, als wollte er wieder die Flagge crappen. Tot. Down. Schon 6-mal gestorben in dem BG. 6? Roffel, er hat 6 gesagt. Du bist auch tot, oder? Ja, ich bin auch schon 4-mal gestorben. Scheiß BG. Die sind echt strong. Weil du dich halt alle buffen musst, ne? Ah, ich könnte mich mal buffen. Müsst du bei mitfahren? Komm, spring ein. Ja. Ja, dann kann ich nicht rechtzeitig in Verstohlenheit gehen. Ah, doch. Wo gehen wir da hin? Schau ich schon. Gehen wir zu dem Klumpen dahinter, oder was? Solange kein Flaggenträger da ist, können wir eigentlich sinnlos zergen, ja. Ja, dann sneak man doch erst bei den Hexi da weg. Und dann auf den Krieger. Go, go. Und dann auf den Mönch. Go, go. Oh, shit! Und auf einmal kommen wieder alle. Tot. Ja, ich auch. Ist das hart. Aber siehst du, zwei schaffen wir's. Ist das ein Geschnetzel. Ich glaube, ich gehe jetzt dann nochmal runter und versuche mal die Flagge zu grabben. Ich grab's jetzt einmal. Du grabst die Flagge, Fuchs. Ja. Also, das will ich sehen, komm. Auf geht's. Oh, jetzt hat sich schon jemand gegrabt. Dann tun wir noch den Backup geben. Backup will be provided. If need needed. Backup. Affirmative. Roger that. Dabu, kommt dabu. Der da unten durch? Er kommt nicht durchs Wasser. Ah. Es sei denn, er braucht ein bisschen länger. Aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich kommen da hinten. Oh nee. Läuft er echt am Hordefriedhof durch? Ja. Oh Gott. Patrick! The fuck are you doing? Da wäre er schon geschnetzelt. Wundert es dich denn? Nee. Stirb. Aber dafür jetzt. Ich bin Rockenmeister. Ich könnte nochmal Backup gebrauchen. Wo gehst du rum? Durch die Eber. Was? Die Eberschlachterei. Wo gehst du rum, Fuchs? Ich bin schon fast bei uns wieder. Du bist aber auch ein Idiot, du sagst echt nicht, wo du bist und sagst kein Backup oder irgendwas. Ich bin schon fast bei uns. Beim Eberschlachter, bei der Schlachterei. Das ist doch keine Eberschlachterei. Da laufen wir bei Eber rum. Und Blut ist. Okay. Also werden wir Eber geschlachtet. Ich bin an deiner Seite, Bro. Oh, aber die haben auch unsere. Das macht nichts. Ich gehe jetzt gerade hier am Stein der Weißen vorbei. Ja, mach das. Lieber am Dekobaum. Ich hab da. Was du laberst. So ein Mönch geht ja gar nicht, stimmt? Der fliegt auch. Oh Gott, bei mir ist eine Schiffe. Zeitverschiebung nicht vergessen. Kannst du überhaupt benutzen, die Flagge? Ja. Ah, oh, jetzt hat er Karma-Berührung an. Ich hasse es, wenn er Karma-Berührung an ist. Jetzt sind sie zu 10 auf mir. Tot. Scheiße. Mage, Worry, Hexer, Hunter. Oh Gott, wer hat denn jetzt schon wieder die Flagge von uns zurückgebracht? Das war ein nice work. Wer hat die Flagge? Wer hat die Flagge? C98, komm. Go, go. Wir müssen eigentlich nur 8 Minuten noch durchhalten. Das stimmt, ja. Was ist da? Ich bin bei der Schlachterei, Fuchs. Ab sofort ist eine Schlachterei. Ich hab's jetzt anerkannt. Sehr gut. Es darf Schlachterei genannt werden. Dann weißt du jetzt auch, was ein Deku-Baum ist. Ich weiß schon lange, was der Deku-Baum ist. Seit ich ihn von seiner Infestation befreit habe. In Ocarina of Time. Hast du denn? Ja, habe ich mehrmals. Werde ich angegriffen? Nö. Nee. Ich bin schon bei dir.
Weil ich reite dann einfach nicht davon und warte einfach. Ich bin beim Stein der Weisen. Jemand tötet. Achtung! Horde Ink! Ja. Go, go! Alle tief vor. Oh Gott, wie ich down gehe. Und ich kann halt auch nicht vanishen. Drop it like it's hot. Ja, das sind einfach zu viele da dort. Wenig Leben, Boom und Schulden. Nur noch 7 Minuten, dann haben wir es geschafft. Wenn die jetzt nicht abgeben? Ach, der hat schon wieder jemand resettet. Wer macht denn das immer? Wie, die Flagge wurde zurückgebracht von... Nice. Wie anders? Echt strong. Hä? Jetzt habe ich gedacht, das wäre der BAM. Das erinnert an den BAM, ja. Wenn wir jetzt den schützen können, der jetzt gerade noch die Flagge hat. Oh, da unten ist er. Oh, da müssen wir da runter. Bei der Schlachterei? Bei der Schlachterei wird geschlachtet. Leck. Da gibt's der Schlachtschüssel fest. Hä, wo ist denn der Flucky? Ach, da ist er. Ach, das ist der Shami von vorher. Der ist auch nicht schlecht. Nice. Mit dem haben wir eine Chance, Bro. Auch wenn er schon fast tot ist. Hol dir den Heal. Shami, hol ihn dir. Hol ihn dir. Den hol ich mir. Nein, das, wenn du den Heal nimmst, Fuchs, dann kick ich dich sofort. Nein, mach's nicht. Ich kick dich aus meinem Leben. Das will ich sehen. Ich kick dich aus meiner, aus unserer Homo-Ehe. Damage Makro activated. Du sie alle aufhalten mit der Frostnova. Hey, das ist so OP. Damage Makro ist OP, Fuchs. Wer ist down? Unserer. Nee. Scheiße. Maxi. Doch, unserer. Ist down. Verängstigt, da kommt's wieder durch. Hoffentlich ist Lyantris wieder unterwegs nach unten. I hope so. I hope so too. Aber erst bester Mönch. On my mount. Oh Gott. Ein Priest hat's geholt. Schnell, schnell, wir müssen den Priest backuppen. Wenn sie jetzt das 1:1 machen, haben sie gewonnen. Und das kriegen wir nicht mehr rein. Er kommt übers Wasser. Oh Gott, und da sind schon wieder 10.000 Wardis, die ihn abfangen wollen. Ich bin hier gerade mit dem Mönch beschäftigt. Er kommt doch nicht übers Wasser. Er meint, er muss vorne durch die Mitte. Oder weiß Gott worum. Und ich bin tot. Ich glaube, ich bin einfach nicht fürs PvP geboren. Nein! Du musst leben! Wir. Ich? Oh Gott, ich hab sie gecrapped! Wen? Unser Flaggenträger war tot. Dann habe ich die Flagge genommen, als er tot war. Und die Hordis konnten sie nicht grappen, aber ich stirb auch gleich. Warte, ich bin bei der Schlacht rein. Ich bin ja da. Halt durch, bitte. Ah, ich kann nicht. Renn zu mir. Ich bin betäubt. Ich bin im Eisblock-Dings. Hilf mir! Nimm die Flagge! Grab sie! Wo ist sie da? Hab ich die? Ah, nee, 1-1. Scheiße, fuck. Jetzt haben sie gewonnen. Müssen wir runter und die Flagge noch crappen. Ne, 3 Minuten. Das schaffen wir niemals. Nee. Ich hasse dieses Geräusch. Von der welches? Von der Klapperschlange, wenn die Flaggen respawnen. Hast du es auch gerade gehört? Ja! Ist schon cool. Das Klapperschlangengeräusch beim Flaggen respawnen. Genau so. Und wieder übertrieben. Und dann werft der Jägers Leuchtfeuer.
Zwei Minuten noch, das schaffen wir nicht mehr. Zwei Minuten! Run, boy, run. It's always for you. Es ist halt echt nur der Moonboom da unten. Und kämpft an der Flagge. Ja, weil du da auch immer so schnell hinkommst. And I will always love you. Und ich bin down. Jetzt gehe ich da mal hin und grab mir die Flagge. Da sind drei Hordis drin. Das macht nichts. Der Patrick, auf einmal ist er Schurke. Vorher war er noch Paladin. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Oh, da ist er down. Er ist immer noch Paladin. Ich stehe oben und die sehen mich nicht. Also, eigentlich sehen sie mich schon, aber... Oh, Leute, aber wahrscheinlich haben sie überhaupt keine Angst vor dir einfach. Denken, ach, das ist der Fuchs von Moonwoods World. Den brauchen wir nicht angreifen. Hast du jetzt echt? Längste Flag Carry ever. Warum? Weißt du, du hattest gerade eine Sekunde oder so. Ja. Wie geil war der Kerl? Lecker. Oh Gott, mich verreißt, Fuchs. Hoffentlich in 500-Euro-Scheine. Oh, hoffentlich. Wie geil war denn das? Ich hab's. Tot. Ich zeig dir jetzt, immer allein da bin. Ich zeig dir jetzt, wie man das macht. Du rennst hier einfach durch das Leuchtfeuer, greifst dir die Flagge, machst Mantel der Schatten an, machst dein Q, machst nochmal Sprinten, machst Evasion, bist verängstigt. Ich lebe schon länger, guck, siehst du das? Ja, und rennst jetzt genau dahinter, wo 10.000 Horde sind. Ich hol nice. halt ins Wasser. Die Horde siegt von wegen Banane. Immerhin Dritter im zugefügten Schaden. Ich hab gar nicht hinschaut. Ich will's gar nicht wissen. Bild. Da, verteidigte Flaggen. Lyandris, Props an dich. Und Props an Sizzle the Shizzle, dass er einmal noch die Flagge geholt hat am Anfang. Nicht schlecht. Nice. Okay, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch trotz meiner Krankheit. Falls ja, seid bitte so nett und bewertet das Video positiv. Schreibt Kommentare. Und wir sehen uns wieder nächsten Montag. Spätestens. Oder am Freitag bei der Arena mit Fuchs. Oh ja. Yeah. ich bin Moonboon. Und ich bin Fuchs. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Tschüss.